Hallo, willkommen wieder in meiner Garage. Ich habe heute meine Arbeit, oder ich will sie noch fertig machen, die ich gestern angefangen habe. Ich habe nochmal Kühlflüssigkeit nachgekauft und Hypoidöl für die Hinterachse. Das hätte mir nicht ganz gereicht, die 4 Liter. Jetzt habe ich das Öl schon abgelassen von der Hinterachse. Die Schrauben sind gut aufgegangen. Und noch einen Tipp bekommen gestern. Ich hätte noch den Schlauch vom kleinen Kühlkreislauf abziehen müssen. Da ist noch Restwasser drin gewesen, was gestimmt hat. Habe also am Thermostat abgezogen. Da sind nochmal gute 2 Liter rausgekommen. Ein bisschen mehr sogar. Deswegen habe ich mir jetzt nochmal einen Glyceranziehen nachgekauft. Das war nicht vermischt übrigens mit dem frischen, wo ich eingefüllt habe. Aber jetzt kommt was anderes. Während ich geschraubt habe, ist der Postbote gekommen mit einem riesigen Päckchen vom Tobias. Und das möchte ich jetzt aufmachen, gleich bevor ich meine Arbeiten fertig mache. Das ist ganz schön schwer und fest gepackt. Scheint eine Menge drin zu sein. Also wirklich ein großes Päckchen. Freue ich mich natürlich immer, wenn sowas kommt. Ich habe mir gedacht, machen wir gleich ein Unboxing. Oh, da sehe ich gleich mal Militärequipment. Diese neuartigen Shirts, die auch bei den Spezialkräften getragen werden, mit atmungsaktivem Mittelteil und Camouflage-Einlagen. Bin ich schon gespannt, werde ich mal anziehen und vorstellen. Hier noch ein T-Shirt, Camouflage-T-Shirt, der Sommer kommt. Jetzt muss ich mal schauen, wo ich das hinlegen kann, dass ich es nicht verschmutze, wo es sauber ist. Schrauben wickeln. Noch ein T-Shirt. Das ist so, würde ich sagen, der englische Camouflage-Style, fast schon ein bisschen wie die von Rhodesien. Pads, wo man sich in die Hose schieben kann. Vielleicht auch in die Motorradklamotten. Boah, ein Riesenpaket. Muss ich mich echt bedanken. Kriege ich ja ein schlechtes Gewissen. Hier eine Wurst. Werde ich heute gleich mal zum Brotzeit essen abends. Die muss weg. Die packe ich jetzt nicht aus, die Wurst. Das dürfte ein Schlafsack sein. Kleines Packmaß, so Sommerschlafsack. Wahnsinn. Kann man natürlich immer brauchen bei einer Übernachtung im Zelten. Steht Größe L drauf, vielleicht ist es auch was zum Anziehen, das tue ich jetzt aber nicht raus. Eine Sturmhaube, eine dünne. Gut zum Motorradfahren. Ist ja heute groß um bei den Soldaten, wenn man die noch sieht, meistens nur noch vermummt. Das ist ja brutal gepackt. Also Tobias, du spinnst so einen Haufen Zeug, da kriege ich gleich ein schlechtes Gewissen. Messer. Das ist ja ein Sachs, ein Mini-Sachs. Sieht aus wie so eine norwegische Handarbeit. Werde ich extra nochmal vorstellen. Wahnsinn.
Ich habe selber schon mal einen Sachs geschmiedet, da gibt es auch ein Video. Ein Langsachs in einer schönen Lederscheide. Ich weiß nicht, was das für Hersteller ist. Wahnsinn, bin total geflasht von der Sendung. Dann hier noch was für meine Kinderseele. So eine Art Quartett, alte Fahrzeuge mit technischer Beschreibung hinten drauf. Ein französisches Ehepaar. Hier ist ein persönlicher Brief, den muss ich nachher durchlesen. Mit so viel hätte ich nicht gerechnet, was da drin ist in dem Päckchen. Pfeifenfilter, das ist ja mehr wie ein Weihnachtspaket. Eine Meerschaumpfeife mit geschraubtem Mundstück. Wahnsinn! Ein paar Oldschool-Sticker. Eine Feinmechaniker-Vergrößerungsbrille, die werde ich zum Basteln brauchen können. Kann ich nur sagen, das hört nicht auf. Übrigens der Tobias, den kenne ich natürlich, weil es ein sehr treuer Zuschauer ist. Den weiß ich schon ewig auf meinem Kanal. Man merkt sie natürlich, bestimmte Leute, die regelmäßig kommentieren und vorbeischauen. Ein Militärkoppelgürtel. Ich habe natürlich meine Brille nicht dabei. Könnte vom Marine Corps sein. Das muss ich extra alles nachschauen. Leute, ich glaube, ich muss jetzt noch abbrechen. Das hört nicht auf. Eine ganze Kiste mit Feinmechanikerwerkzeug, Pinzetten, kleine Teilehalter. Schleifstein, Graviereisen. Das muss ich heute alles nochmal. Da ist noch eine Rolle mit Bildern drin. Das muss ich heute alles nochmal auslegen und genau anschauen. Das geht in der Garage jetzt schlecht. Tobias, kann bloß sagen, mehr wie großzügig, Dankeschön. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das hat ja auch alles einen Haufen Geld gekostet. Hier noch eine schöne Mütze, über die bin ich immer dankbar. Passt perfekt, wie Arsch auf Eimer. Hier noch eine Bundeswehr-Warnweste, die kommt gleich in mein Iltis rein. Flasche oder Bier fehlt auch nicht. Das wäre jetzt gleich trinken bei der Arbeit. Le Dragon. Muss ich meine Brille tatsächlich holen, schauen, wo das herkommt. Das wird jetzt gleich getrunken. Ja, die einen oder anderen Sachen aus dem Paket werde ich extra noch vorstellen. Habe ich wieder Stoff für neue Videos. Ich sage danke fürs Zuschauen, ich sage danke Tobias. Ich mache jetzt den Iltis fertig, fülle die Hinterachse noch auf und ergänze das Kühlwasser und dann ist Feierabend für heute, Schicht im Schacht. Und dann schauen wir das alles nochmal an und lasse das nochmal Revue passieren. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche, sehen wir uns wieder und gehabt euch wohl.
kleiner Nachtrag, Le Dragon. Das kommt aus Frankreich, aus der Normandie. Irgendwas vom König Arthur steht noch drauf. Prost, sage ich da. Tobias, Prost. Schmeckt einmal so ganz anders als jetzt erwartet. Sehr würzig, malzig. Wie ein Karamalz mit Alkohol. Sehr lecker. Wer von euch kennt noch das alte Hacker-Nährbier? Fällt mir gerade ein, schon lange nicht mehr gesehen. Das war nicht süß, das war eher herb. So, jetzt aber. Jetzt geht es sonst weiter, sonst wäre er halt nicht mehr fertig.